So, willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Simon Sogora 1, Teil 3 mit Shinobu von den Professionals. So, jetzt haben wir die Aufgabe bekommen, einen Stab zu suchen, und da wollen wir auch gleich mal losgehen auf die Suche nach dem Stab, um ein mächtiger Zauberer zu werden. Wollen wir mal gucken, ob wir hier jetzt mit denen über den Stab reden können. Das probieren wir mal schnell, bevor wir jetzt hier raus sprinten. Sonst ärgern wir uns nachher, wenn wir das gemacht hätten müssen und haben es nicht gemacht. Ich bin's wieder. Oh ja? Gut, dann anscheinend nicht. Ich rede jetzt nochmal mit den Valkyren da unten. Nein. Ob die noch was zu sagen haben, außer dass sie alles abschnetzen wollen, was denn über den Weg läuft. Die kennen sich ja aus mit Stäben, die wissen vielleicht, was los ist. Ich habe da noch ein paar Fragen. Schieß los. Verdammt, ich habe es vergessen. Verdammt, ich hab's vergessen. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Da ist es heiß. Hier bei uns, da liegt Schnee. Das ist natürlich nicht so prall. Dann macht das Autofahren auch nur halb so viel Spaß. Ich meine, man kommt so schneller an, weil man den ganzen Weg rutscht. Aber es ist natürlich gefährlich. Ja, uns macht überhaupt keinen Spaß, Auto zu fahren. Das nur mal so nebenbei. Deswegen Schnee schön und gut, aber nicht, wenn man Auto fahren muss oder an die Arbeit muss. Oder eben beides. An die Arbeit muss, und da muss man ja meistens hinfahren. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass die Tage wieder besser werden. Mal Schnee braucht keiner. So, jetzt gucken wir mal hier, was ist hier rechts? Was? Da waren wir ja noch nicht. Was gibt's da? Da ist ein Schmied, aha. Aha, hier liegt noch ein Seil. Da gucken wir, ob wir das mitnehmen können. Weil Seile, wie man weiß, kann man immer gebrauchen, zu jeder Zeit. Dieses alte Ding wird niemand vermissen. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, das ist ja, die Grafik ist ein bisschen altbacken. Es ist ja auch ein altes Spiel. Deswegen ist es manchmal auch nicht so gut zu erkennen, ist hier irgendwas oder nicht. Weil es auch manchmal ziemlich pixelig ist. Aber ich denke, das macht das Spiel auch raus, weil es ist ja ein alter Klassiker, und alte Klassiker, die haben noch Charme. Monkey Island gibt es ja jetzt in der Version Monkey Island 1 und 2 in der Neuauflage. Da kann man das Spiel in der alten Version spielen, und per Knopfdruck wechselt man in die Neuauflage. Also bessere Grafik und mit Sparausgabe und so weiter und so fort, das ist richtig gut. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache, und das wollte ich nur mal erwähnen. Das ist empfehlenswert, kann man auf der PS3 runterladen oder sich Steam holen, glaube ich auch, soviel ich weiß. Na, ich habe es auf der PS3, habe ich es nur downgeloadet. Das ist zwar immer ein bisschen umständlich, weil man mit der Maus besser spielen kann, aber ich hatte es da gesehen, habe es dann natürlich gleich runtergeladen. So, genau das meine ich. Hier liegt ein Knöppel, den hätte ich jetzt nicht so erkannt, wenn ich jetzt nicht einfach mal zufälligerweise draufgehalten hätte. Ich nehme den mal an mich, weil die Knöppel, die kann man immer gebrauchen, mit dem Seil zusammen, ist ein unaufhaltsames Team. Reden wir mal mit dem Typ, mit dem Schmied, was der uns mitzuteilen hat. Vielleicht kann er uns einen Stab basteln. Guten Morgen! Er ist zu vertieft in seiner Arbeit. Moin, Keule, jawohl. Er ist zu vertieft. Das heißt, wir müssen vielleicht irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Aber die Frage ist, wie? Vielleicht können wir den Amboss wegnehmen. Das ist gut, das hatte ich mir schon gedacht, dass er den dann einfach so einpackt. Tür des Schmiedes, gucken wir mal, ob die auf ist. Aber das sieht verschlossen aus. Ja, das dachte ich mir jetzt schon. Es ist abgeschlossen. Dahinter ist wahrscheinlich der Stab, deswegen ist das auch abgeschlossen, weil da keiner dran darf. Ja, wer will auch schon bei dem Schmied hinter die Türen gucken?
Ja, mal ein Bauchladencreme, mal gucken, was der zu da scheint doch war. Psst! Haben Sie Psst gesagt? Wer? Ich? Hä? Was liegt an? Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert, hä? Na, eigentlich nicht. Sie wurden angefertigt von den Uran der Graz. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Ja, wir haben mal Goldstücke gebraucht. Zum Automatenspielen jetzt brauchen wir Goldstück. Das heißt, wir brauchen unbedingt Moos. Denn ohne Moos ist hier wahrscheinlich nichts los. Gut, dann lassen Sie mal sehen, wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen. Haben Sie ein Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid, ich bin nicht interessiert. Fragen wir am besten mal nach einem Lösungsbuch. Da wissen wir wenigstens Bescheid. Was war als nächstes, was der nächste Schritt sein wird? Haben Sie ein Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid, gerade vor 5 Minuten habe ich das letzte verkauft, aber ich habe noch eine ganze Menge an anderem Zeug. Das ist ja blöd, da hätten wir uns nicht so lange in der Bar aufhalten sollen, sondern hätten wir mal 5 Minuten vorher hierher gehen sollen. Da hätten wir noch ein Lösungsbuch bekommen, dann wäre das jetzt alles noch halb so schwierig, aber jetzt ist es natürlich ausverkauft. Da kann man nichts machen. Wie kommt es, dass Sie die Antiquitäten für diesen günstigen Preis verkaufen? Das interessiert mich brennend. Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Gut, dann zeig mir her, Freund. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Nein, haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Ich hätte gerne etwas von dem wertlosen Plunder. Nein, aber ich habe etwas, das Ihnen gefällt. Jetzt fragen wir uns natürlich, was das sein soll, was Ihnen gefällt, was wir haben. Aber egal. Nein, haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Nein, haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Aber natürlich habe ich für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Wirklich lang anhaltende und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also gut, sagen wir 5 Goldstücke. Schön, ich... 3 Goldstücke also. Aber das ist mein letztes Angebot. Was haben Sie gesagt? Tja, ich bin ganz schön harter Verhandlungspartner, ist ja klar. Und das war ja eine Demonstration sondergleichen. Der Trank, der ist natürlich unschlagbar gut. Den brauchen wir unbedingt, haben wir aber kein Geld. Fragen wir mal, ob er noch was Billigeres hat und was vielleicht noch sinnvoller ist. Kann ich noch etwas sehen? Sicherlich, mein Herr. Was ich hier habe, ist stark herabgesetzt. Es ist ein magisches Unsichtbarkeitsarmulett. Schau her. Können Sie sich selbst noch sehen? Nein. Und es könnte Ihnen gehören. Für nur 5 Goldstücke. Ich glaube, fairer könnte der Preis nicht mehr sein. Nee, also das fairer kann ja wirklich nicht sein. Das Ding ist ja unbezahlbar eigentlich. Für 5 Goldstücke, das müssen wir auf jeden Fall, das brauchen wir auf jeden Fall. Kann ich noch etwas sehen? Das ist alles, was ich an magischem Kram besitze. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? Nein, nicht wirklich, aber vielleicht habe ich ja was für ihn. Vielleicht habe ich hier etwas für Sie. Wirklich? Ja, schauen wir mal, wie der Beckenbauer sagt. Gucken wir mal. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Der hat es aber eilig jetzt gehabt. Wird nichts von meinem Zeug. Versuchen wir einfach nochmal. Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Vielleicht schnell gehen, gib den Klöppel mal an den Jungen. Ich habe 10 dieser Sorte in meinem Warenhaus. Ich kann sie nicht loswerden. Wollen Sie nun etwas oder nicht?
versuchen wir nochmal. Na, ne, ist ja egal. Noch ist es ja nicht wichtig, denke ich mir. Wir haben wahrscheinlich auch nichts, was uns interessieren würde. Vielleicht das Seil oder das Magnet. Na komm, ich einmal, was probiere ich noch aus? Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann sonst würde es mich keine Ruhe geben, wenn ich es jetzt doch versucht hätte. Ich habe 10 dieser Sorte in meinem Warenhaus. Ich kann sie nicht loswerden. Wollen Sie gut, das heißt also, da will irgendwas Seltenes anscheinend, weil der hatte von jedem Gegenstand 10 in seinem Lager. Haben Sie irgendwelche Verkaufstricks? Oh, seit letzter Woche ausverkauft. Möchten Sie noch etwas? Haben Sie irgendwelchen magischen Kram, wobei jetzt was Neues hat, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Wir wollen eigentlich nichts mehr. Gehen jetzt erstmal, weil wir können ja nichts mehr machen. Nein, eigentlich nicht. Tschüss. Oh, jetzt wird er aber auch unmöglich, weil ich es gekauft habe. Aber das darf uns ja egal sein. Gibt es hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Gehen wir mal gucken, was hier los ist. Ich bin mir gar nicht sicher, kommen wir da nicht vielleicht her? Nee, kommen wir nicht. So, hier steht eine Leiter. Gucken, was man mit der Leiter machen kann. Vielleicht nimmt er sie ja mit. Ja, was denn sonst? Die Leiter in den Allzweckhut gesteckt. Weil das ist ja ein Zauberhut, da passt alles Mögliche rein. Das ist ja auch gut so, stell dir mal vor. Man könnte nur begrenzte Sachen mitnehmen. Das wäre ja hier bei dem Click and Point Adventure nicht so der Bringer. So, dann gehen wir mal hier ins Chip hier rein und gucken mal, was hier oder wer hier haust. Anscheinend niemand. Aber was macht man, wenn man ein verlassenes Haus geht? Man schobelt natürlich wahrscheinlich erstmal alles. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas mitnehmen können. Erkältungssaft, ja, denn es ist natürlich wichtig, gell, falls wir hier unterwegs uns eine Krankheit einholen, dann sind wir gut mit bedient, ist ja klar. So, was haben wir hier oben noch gehabt? Wo war das denn jetzt? Verdächtige Kräuter, ah, verdächtig, was das für Kräuter sind? Gucken, ob ich die mitnehmen kann. Hingehen tut er schon mal, das bedeutet aber meistens auch, dass er sie mitnimmt. Also ich komme nicht dran. Kommt nicht dran. Brauchen wir vielleicht. Versuchen wir es gleich mal mit der Leiter, oder was? Benutzen wir die Leiter mal damit. Aber ich denke mal, das bringt nichts. Nee, das habe ich mir schon gedacht. Das geht doch so nicht. Sieht aber so aus, als hätten wir noch nichts. Oder vielleicht die Schere. Benutzen wir die Schere. Vielleicht schneidet es ab und es fällt runter. Nee, gut. Das geht doch hätte so auch nicht. Sein können. So, den Elchkopf, den können wir auf jeden Fall gebrauchen, damit wir uns den mal aufziehen können. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Gut. Also das auch nicht. Hier gibt es ja anscheinend auch erstmal nichts mehr zu holen. Nee. Gut, dann gehen wir erstmal nochmal raus und gucken und versuchen draußen unser Glück. Na, jetzt haben wir Streichhölzer, Erkältungssaft, das heißt, wenn wir mal erkältet sind, machen wir uns einfach ein Lagerfeuer an und wärmen uns. Falls das alles nichts bringt, können wir uns mit dem Seil und der Schere ein kurzes Seil basteln. So, jetzt haben wir hier einen Bienenstock und eine Schokoladentrüffeltür. Da gucken wir mal, verzehren, die essen wir natürlich. Ups. Das habe ich nie so ganz verstanden. Zu essen? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. So, hier der Bienenstock. Was machen wir mit dem? Jetzt gucken wir den erstmal an. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Also. Wird er wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Benutzt. Nee,
Ich denke mal, das bringt alles nichts. Versuch uns trotzdem, sonst lässt man wieder keine Ruhe. Kennen das hier Leute? Nee, das geht doch so nicht. Kann man die Tür eigentlich einfach aufmachen vielleicht, ohne es so vorher zu essen? Auch das noch. Es ist abgeschlossen. Kriegen wir die Tür jetzt auf? Wahrscheinlich noch gar nicht. Also gehen wir wieder zur Seite und fragen uns jetzt, wo sollen wir als nächstes hin? Das ist hier die große Frage. Und diese Frage werden wir in der nächsten Folge beantworten. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Denn wir wollen den Stab hier finden, um Sorte zu besiegen, um ein mächtiger Zauberer zu werden. Das sind unsere Ziele. Hier ist nochmal der Shop. Naja, ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und hoffentlich seid ihr nächstes Mal alle wieder dabei, wenn es wieder heißt Schnobel spielt Sim the Sorcerer 1. Bis dann!